Hallo Leute, hier ist Darko von Darkone. Ich begrüße euch zu Splatoon, den Ranked Battles. Die Ranked Battles sind seit dem 2.6. draußen. Ich habe da noch nicht reingeschaut, weil ich dachte, ja, ein bisschen zu low und so weiter und zu schlechtes Equipment und so weiter und so weiter. Wundert euch nicht, ich werde hier nur den Ranked Modus zeigen und nicht Singleplayer oder sonst irgendetwas, nur Ranked und auf, dass ich auf Platz 1 komme oder whatever, wie die Ranks auch immer aussehen. Ich habe keine Ahnung, ich habe noch nicht reingeschaut, ich schwör's euch. Und ja, wundert euch nicht, warum ihr mich hier hauptsächlich so in diese Richtung blickend sehen werdet. Es liegt folgendermaßen daran, mein PC-Bildschirm ist in der Richtung, da wollt ihr mich sehen könnt, und der Fernsehbildschirm ist halt da. Also, da vorne ist so, ne? Ja, da vorne. Und ich würde sagen, starten wir gleich mal direkt los und schauen wir, was es so Schönes in den Ranked Battles dieses Mal gibt. Ich habe keine Ahnung, also ich habe es, wie gesagt, noch nicht wirklich gemacht, deswegen, was heißt noch nicht wirklich, ich habe es noch gar nicht gemacht, deswegen bin ich mal gespannt. Also, was haben wir noch? Rangkampfarena, genau. Das Kofferfischlager, oh, böse. Okay, Arowana Center, ist das? Ne, das ist nicht die neue Map. Okay, es gab ja jetzt dieses Update, dass man diesen Zapper von dem NES kaufen konnte. Und dass es halt eine neue Arena gibt. Also mein Equipment derzeitig sieht so aus. Ich habe jetzt die Airbrush RG als Waffe, das Kopf die Gasmaske, dachte mir, das passt vielleicht ganz gut. Habe leider noch keine Effekte drauf, das bedeutet, die müssen noch gelevelt werden. Und grüner Anorak als Pullover, auch wenn ich grün nicht mag, aber das sah am vielversprechendsten aus. Und halt die roten Laufschuhe, wo schon Effekte drauf sind, die hatten 4 Effektslots, deswegen dachte ich mir, nehm es mit und dann... gib Gummi. Okay, hoffen wir mal, dass es was wird. Kampfwort Herrschaft. Bei der Herrschaft gewinnt, wer eine bestimmte Zeit die Splatterzone hält. Färbe die Splatterzone ein. In manchen Arenen gibt es auch 2 davon. Färbt alle und der Zähler geht nach unten. Bei 0 habt ihr gewonnen. Verliert ein Team in der Splatterzone, wird der Zähler angehalten. Wer alle Splatterzonen an den Gegner verliert, erhält einen Abzug. Gewinnt keine Seite, den Kampf gilt der niedrigste Zähler. Bei dieser Kampfart hängen deine Kampfpunkte vom Zähler ab. Verliert ihr eine Splatterzone, holt sie euch als Team zurück. Das heißt, ich habe keinerlei Möglichkeit, mich mit meinen Teamkollegen abzusprechen. Das ist traumhaft. Okay, gut. Das heißt, ich habe ja online schon viel gespielt. Ich habe sehr viel gespielt. Ich bin ja Level 17 schon. Max Level ist 20. Und... das wird faszinierend, also auf, würde ich sagen. Der Kampf beginnt. Lamy Wings, der Kampfbild. Okay, in Blau. In hübschem Blau darf ich spielen. Okay, mal sehen. Das wird spannend, ehrlich, das wird spannend. Gut. Einfach direkt drauf da, also... ich weiß nicht, ob das wirklich was wird, weil die Splatterzone... wir müssen definitiv im Teamkampf arbeiten. Ich weiß ganz genau, dass die... gegnerischen Spieler auch asozial wie sonst was sind. Also, das weiß ich. Das weiß ich ganz genau. Es wird übel hier. Also, es wird auf jeden Fall noch ein sehr spannendes Match. Und ja, da geht's schon los. Geile Scheiße. Wo ist denn der Z... was? Okay, so geht das also. Gut, okay. Das ist mein erstes Match. Also, es wird wahrscheinlich so sein, dass ich jetzt gleich wieder sterben werde. Oh, fuck. Nicht einsetzbar. Oh nein, meine Mine ist nicht einsetzbar. Okay, okay. Auf, Ulti rauf da. Oh Gott. Zähler angehalten. Oh nein, das gibt's nicht. Sniper gibt's hier auch. Oh. Okay, wer hat jetzt... wir haben jetzt den Vorteil, okay. Oh Gott, das ist ja pervers. Das ist ja echt pervers. Gut, okay. Ich würde vorschlagen... ich weiß nicht, ob die Leute darauf stehen, aber... oh. Na komm, jawohl. Problem ist, ich habe schon gemerkt, es gibt hier einiges an Lags. Also, manche Charaktere oder Spieler laggen ganz schön. Also, ich habe es gemerkt, als ich vorhin online gespielt habe, da habe ich Verzögerung bis zum Geht nicht mehr gehabt. Das war extrem, das war wirklich extrem.
Ich weiß nicht so genau, wie wir das retten sollen, weil das wird jetzt hier wahrscheinlich ins Extremst in den es wird extremst wahrscheinlich jetzt gehalten, der Scheiß. Und jetzt werde ich ja auch noch von da oben beballert. Das geht's nicht. Ich brauche Hilfe. Ich brauche fucking Hilfe, Alter. Das kann ich vergessen. Wow, 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 wow. Na komm, komm, gib ihm, nicht noch nicht sterben. Dieser scheiß Blätter hier. Gott, scheiße, ich habe den Zähler irgendwie angehalten, ich weiß nicht wie. Wo sind die anderen? Was? Was? Was ist mit den anderen? Wo sind die anderen alle? Was prügeln die sich da hinten rum? Warum traut sich keiner nach vorne? Alter, die gewinnen das, wenn hier keiner hingeht. Ja, wir haben den Zähler angehalten, das ist super. Also, schon wieder ist die gegnerische Herrschaft dran. Also, wir brauchen definitiv ein bisschen mehr. Oh Gott. Oh, Tevin, Alter. Warum heißt er nicht Kevin oder sowas? Die Gegner sind übelst, übelst stark. Also, ich weiß nicht, wie wir das gewinnen sollen. Also, ich keine Ahnung, die gewinnen das. Die gewinnen das definitiv. Also, ich weiß nicht, wie ich das retten soll. Oder wie wir das retten sollen hier. Ich habe keine Ahnung, wie wir das lösen sollen. Nein, nein. Was ist denn, was passiert da? Welchen Bereich muss man denn einklecksen, damit es wirklich gezählt wird? Damit es für uns gezählt wird? Wie muss das? Wie muss das? Also ich verstehe es nicht so genau. Wow! Zähler angehalten schon mal. Okay, goody, goody. Und der Zähler ist wieder drin. Tolle Wurst. Also, ich weiß nicht so genau, wie ich es machen soll. Ich hab keine Ahnung. Ich weiß nicht, welchen Bereich ich einklecksen soll. Weil die klecksen hier alles voll und ich werde hier von allen Seiten geballert. Was soll ich tun? Was soll ich tun, bitte? Keiner hilft mir. Keiner hilft mir und die gewinnen das. Ich kann stehen bleiben. Was hätte ich tun sollen? Wie funktioniert das so genau? Also, Kausig. Wie soll ich hier eigentlich irgendwie ein Team zusammenstellen? Also, ich krieg gar nichts. Ich krieg überhaupt nichts. Wie soll man hier überhaupt ein Team sein? Ja, wundervoll. Noch niedriger als 10 Minus kann ich nicht sinken. Oh Gott, dang it, Alter. Okay, das wird ja miserabel hier. Das wird miserabel. Ich hätte mal vielleicht für diese Session eine andere Waffe nehmen sollen, weil das kann ja so nicht angehen. Das kann so nicht angehen. Ihr seht, ich habe gerade dieses Airbrush RG oder RG doch, RG war richtig. Und ich glaube, das ist nicht wirklich lukrativ für dieses Unterfangen, sage ich mal. Ich habe das Gefühl, mit Snipergewehr kommt man da ein bisschen besser mit, weil da kann man ordentlich den Kampf unter Kontrolle halten, sage ich mal. Aber so, wie es jetzt gerade ist, ist es ziemlich scheiße. Also, das ist auch nur eine. Ich sehe es gerade. Ich habe es auf der Map gesehen. Das ist nur eine, wie heißt es? Ein Gebiet, was man einnehmen muss. Und, also wirklich was bringen? Tut das, was ich hier tue, nichts. Aber der Japaner hier. Nee, das ist gar nicht der Japaner. Der Japaner ist woanders. Der. Okay, also, wo ist das Gebiet, was man eigentlich. Ist es das hier komplett? Ist das richtig? Ist das hier komplett? Ich versuche gerade, hier krampfhaft alles einzuklecksen. Jawohl, 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 jetzt gib ihm. Gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm, gib ihm. Jetzt aber los da. Ich versuche gerade, also das heißt, technisch gesehen müsste man eigentlich nur dieses Gebiet bereithalten. Sozusagen. Es müsste eigentlich nur. Okay, der ist down. Hat er den noch raufgesetzt? Den Ulti? Ey, ich weiß es nicht. Hat er den Ulti raufgesetzt? Ich bin mir nicht sicher. Oh Gott. Oh. Oh Gott. Dang it, Alter. Wow. Wow, 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 wow. Okay, es ist schwer. Es ist hardcore, was hier abgeht. Es ist richtig hardcore, sage ich euch. Also, hier wird einem nichts geschenkt. Da sind die normalen Battles überhaupt nichts gegen. Also, hier geht's so hardcore ab. Also, ich hätte nicht gedacht, dass es so krass ist. Also ich wusste, dass es schon heftig ist hier, aber es so pervers abgeht, wusste ich nicht. Also ich versuche hier gerade wirklich auf alles zu achten nebenbei. Mein Ulti raufzusetzen, jedes Mal raufknallen, wie es nur geht halt.
damit die ja unter gar keinen Umständen auch nur die Gelegenheit haben, hier überhaupt irgendwas zu bauen. Nebenbei die geilen Minen reinsetzen. Also, das sieht, glaube ich, aus, als hätten wir es im Sack. Das haben wir, glaube ich, im Sack, oder? Ja, das haben wir im Sack. Also, das war 100 zu 0, oder? Das war eiskalt gekillt, also chaosig, definitiv. 1300 Points, ach du Scheiße. 1800 XP, das ist nice. Das ist richtig gut, wenn man hier gewinnt, dann kriegt man ja richtig was. Also der eine hat 8 Kills, der Japs hat 8 Kills, der Japaner ist gut. Der Japaner ist extrem, oder? Das ist Japaner bevölkert, dieses Spiel. Also das ist so dominierend für Japaner. Aber naja, ich habe schon gelesen, dass man halt mehr Geld und halt mehr XP bekommt für die Siege, die man hier verbucht. Es ist halt nur sehr schwierig. Also es ist halt sehr schwierig. Wenn man den Japsen im Team hat, dann hat man schon mal gewonnen, glaube ich. Aber der Japaner, der da war, der war verdammt gut. Also der war verdammt gut. Ja, das Level, das hat ordentlich was gewumst. Also da bringt meine Waffe vielleicht sogar was. Ein bisschen. Oha, so viele mit dem Airbrush-Dingens. Okay, jetzt ist der Japaner drüben, das heißt, das wird wahrscheinlich sowas von. Hier sieht dieses Blau so anders aus als das Blau, was ich sonst so spiele. Das ist ein anderes Blau, das ist ein etwas helleres Blau. Okay, jetzt wird's spannend. Jetzt werden wir mal schauen, ob wir hier irgendwie das regeln können, weil Herrschaft erlangt. Okay, Herrschaft. Die Herrschaft der blauen Bedrohung, würde ich sagen. Na, der Japaner. Also die angeschlichen, der Sack. Ja, die Waffe ist auch sehr gut. Habe ich auch schon gesehen, dass die sehr oft verwendet wird. Also, jetzt haben wir nur ein kleines Problemchen, wenn ich hier... Ich weiß nicht, ob ich mich jetzt zum richtigen Ort geportet habe. Ich glaube nicht! Oh, nein, nein, nein! Tintentitan? Ach so, ist ein anderer Japs. Ach du Scheiße. Dann muss ich hinschwimmen, direkt. Weil das schaffe ich so nicht. Ich glaube, die dominieren. Oder? Die dominieren gerade übelst, oder? Habe ich richtig gesetzt? Scheiße! Was? Wie? Warum? Zähl angehalten. Na, immerhin. Oh, Mann. Ich glaube, drüben sind die ganzen Japaner, oder? Das Spiel ist so pervers von Japanern dominiert. Also, da kann man fast nichts mehr machen, wenn man weiß, die Japaner sind drüben. Das ist... Ich weiß nicht mal, was mit... Was? Wo war er? Wo war der Japse? Wo hat er sich versteckt, der Sack? Komm, bitte, geh noch nicht weg. Geh noch nicht weg, geh noch nicht weg. Bitte. Gib mir die Chance, hier hinzugehen. Okay, ich muss mal versuchen, irgendwie den Ulti ready zu machen. Oh, überfahren, na toll. Und meine Mine hat überhaupt nichts gebracht gerade. Das ist ja... Das ist ein Trauerspiel. Wir müssen definitiv zusammenarbeiten. Wenn wir nicht zusammenarbeiten, haben wir verloren. Und tot. Ich sterbe in einer Tour. Ne, also es wird so gar nichts. Okay, das wird... Scheiße. Gott, nein. Ich weiß nicht, wie man das machen soll, ohne dass man sich mit seinen Teamkollegen sozusagen abspringt. Doppelkill. Lebst du noch oder wohnst du schon? Steht er wahrscheinlich. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wie ich es machen soll. Ich weiß es wirklich nicht, weil... Oh, Herrschaft erlangt. Okay, das wird aber nicht lange anhalten wahrscheinlich. Ah! Jawohl! Komm. Jawohl! Jetzt aber rauf da. Zu wenig Tinte, was soll der Scheiß? Gib ihm! Rauf da, nochmal direkt! Oh Mann, rumreißen, direkt rumreißen. Und hier campt man am besten. Nicht einsetzbar, scheiße. Ah, fuck. Nein. Aber ich habe noch jemanden erledigt. Irgend so einen Typen mit dem Zapper. Was machen die da drüben? Fuck! Nein! Ah! Nein, das wird knapp! Scheiße! Nicht scheißen, ich meine schießen. Ah. Ja, komm, gib ihm. Oh, nein. Nein, ich hab doch extra den fucking scheiß Minendrecksdingens da raufgehauen. Verdammte Kacke. Oh, das ist ja echt... Oh nein, die gewinnen das sowas von, oder? Ja, ausgetrickst. Nein!
Okay, mit User Klecksroller. Scheint eine gute Wahl zu sein für einen gewissen Punkt. Aber fällt hier ein. Der fällt hier ein? Was fällt dem denn ein? Dem Japsen, Alter. Der campt hier, oder? Was wollte er das? Du Schande, Alter. Das wird jetzt hier gerade ja noch extrem pervers. Also. Dang it, Alter, das wird hier noch so schwer, also... Ja, komm! Nein, 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 nein! Ah. Komm schon, komm schon, komm schon, lass mich rüber, lass mich rüber, lass mich darüber, lass mich darüber, lass mich darüber! Gott, wie lange müssen wir denn... Ja, gut, okay, Oh Gott, oh Gott! Was? Wer? Wie? Wo? Verdammte Scheiße! Oh Gott. Verdammt, der Zähler von denen ist weiter unten. Das geht ja hier alles auf Zeit. So eine Scheiße noch eins. Wie soll ich dagegen? Wieso konnte ich ihn nicht besiegen? Oh, der hat Defense. Der hat massig an Defense, der Typ. Scheiße. Da hast du mal verloren. Verloren. Ja, aber sie haben mehr Punkte. Die haben ein paar mehr Sekunden, waren sie öfter drauf. 14 Mal bin ich verreckt, das gibt's ja nicht. Ja, der Japaner drüben ist. Was? Ich verliere ja so. Oh, ist das hart? Das ist echt Hardcore. Das sage ich euch, das ist Hardcore. Das ist wirklich Hardcore. Also geht da unter gar keinen Umständen rein, wenn ihr nicht mindestens Level 15 seid oder sowas. Also ihr müsst da definitiv, wenn ihr da reingehen wollt. Ja, ich sag mal, man sollte definitiv ein bisschen was in der Story gemacht haben. Mindestens Kapitel 3 beendet, also Boss, den dritten Boss beendet haben. Das sollte man schon geschafft haben. Also wie soll man eigentlich in die Rankings hochkommen, wenn man die ganze Zeit wirklich bedrängt wird und von irgendwelchen Typen in ein Match reingeworfen wird? Mit denen man, den man nicht mal kennt oder mit dem man sich nicht mehr absprechen kann. Wie soll man denn da überhaupt vorankommen? Das ist völlig unmöglich. Ich weiß nicht, da muss ich ja eigentlich nur Glück haben. Das ist ja eine reine Glückssache schon fast, oder? Oder sehe ich das falsch? Weil ich meine, seht euch das an. Die fallen hier jetzt ein. Die machen uns jetzt hier, glaube ich, nass, oder? Keine Tinte mehr. Tot. Ist der Japaner wieder drüben? Natürlich ist der wieder drüben. Logo. Also, es gibt hier... Man muss hier Extreme mit Extremstrategien entwickeln, teilweise. Also, ich weiß nicht so genau, wie man es machen soll. Komm, stimmt auch. Dankeschön. Weil man wird unter Druck gesetzt. Man wird definitiv unter Druck gesetzt. Weil man hat keinerlei Möglichkeiten, hier wirklich diesen Japaner zu killen. Na? Direkt drauf. Direkt drauf da. Oh mein Gott, ey, das ist... Es ist fast unschaffbar, das ist fast unschaffbar, hier wirklich krass was zu machen. Vor allem, wenn die ganzen Japaner drüben sind. Oh, wieso habe ich schon wieder zu wenig Tinte? Das gibt's doch nicht. Wieso nicht einsetzbar? Was soll das? Achso, Ulti ready, Ulti ready, Ulti. Komm, gib ihm. Herrschaft erlangt. Jawohl, jetzt aber hier. Oh Gott, Herrschaft erlangt. Oh Gott. Nein, 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 nein. Es sah gut aus. Es sah gut aus, verdammt. Okay. Es sah fucking gut aus. Es sah fucking gut aus. Dass wir es hier irgendwie beenden können. Nein. Irgendwas sagt mir... Oh, der hat ein Shield. Der hat ein Shield. Aufpassen. Er hat Zähler angehalten. Okay, mir kurz hier... Ich muss Strategien hier ein bisschen... Meine Strategien ein bisschen umändern. Weil ich... Drei gekillt! Okay, das ist meine Chance hier. Also das ist immer unsere Chance. Das ist ja Team alles und so. Alles Teammate. Ich versuche hier gerade noch ein bisschen Farbe zu kriegen wegen... Ist der Zähler schon wieder unten? Das geht so nett. Ich mache hier ein Himmelfahrtskommando. Ich mache hier ein Himmelfahrtskommando gerade. Ich meine gerade ein echtes Himmelfahrtskommando, weil... Seht ihr das?
Alter, hier geht's ab. Hier wird einem nichts geschenkt. Überhaupt nicht, ehrlich. Das ist maßlich. Das ist maßlich pervers hier. Das ist so übel. Oh, scheiße, Alter. Das ist zu wenig Tinte. Ja, komm, jetzt aber hier. Komm, die Herrschaft bleibt. Die Herrschaft bleibt. Die Herrschaft der Pinken, der Violetten, Entschuldigung. Bin ich farbenblind. So, komm, gib ihm. Ja, 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 ja. Ja! Oh mein Gott. Oh. Okay, Leute, das ist übel. Das ist so übel, das ist so heftig. Alter, ich weiß gar nicht, wie ich das machen soll, also... Das ist echt heftig. 9 Kills, ich war Bester in meinem Team. Alter, das wird so krass. Das wird so krass, vor allem wenn man dann irgendwann weiter oben ist in den Rankings. Dann hat man das Problem, dass man wahrscheinlich, wie soll ich sagen, dass man wahrscheinlich so viel verlieren wird, wenn man einmal einen Verlust erlangt, so, okay, dass man wahrscheinlich von einem B sofort direkt auf 10 Minus wieder runter geht oder sowas, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie unfair das ist, das Rank-System, aber solange wir dieses Kofferfischlager haben als Map, da haben wir dann mehr Chancen, das zu gewinnen, weil dieses Aruvana-Center, das hat so diese fiesen Stellen, diese richtig fiesen Stellen, wo die Sniper-Typen rumstehen und dann ihr eigenes Ding durchziehen. Also die stehen dann da die ganze Zeit und campen, machen und keine Ahnung. Das wird sowieso das letzte Match für heute erstmal. Das letzte Ranked, also es ist ja pervers, es ist echt pervers. Das mache ich auch nur noch, keine Ahnung. War ja auch nur, um zu zeigen, wie übel manche Menschen sein können. Wir haben Sniper-Typen bei uns. Ich weiß nicht, ob das was bringt, hier in der Stage. Oha, da kommen sie schon. Die verlieren auch keine Zeit. Warte, was? Die verlieren keine Zeit? Das geht's doch nicht. Wo denn? Ich versuche gerade ein bisschen die Seite hier zu... Jawohl, geht's... Oh! Okay, Ulti ready. Rauf in die Mitte damit. Okay, ich muss irgendwie mit Ultis arbeiten. Alter, das gibt's nicht. Hier, wir werden hier... Das ist jetzt gerade aber echt hier Gleichstand, oder? Warum ist er nicht verreckt? Er hat so viel Verteidigung hat er gar nicht, dass er... Oh, was? Okay, ja, bleib da hinten. Ich komme schon. Kann das sein, dass der eine sich nicht bewegt? Was? Fallen die hier ein? Das ist unfair. Ready? Ich muss ein bisschen mit Ulti spielen. So. Jetzt kann ich eventuell... Jetzt stirb doch! Danke. Oh. Oh, was? Ich gebe mir Mühe. Wo sind die anderen? Also einer steht die... Der steht die ganze Zeit hier nur rum. Was ist mit dir hier? Komm, gib Gummi, Alter. Gott dang it. Das wird nichts, wenn der da die ganze Zeit nur rumsteht. Das schaffen wir unmöglich. Das schaffen wir nie. Das schafft man nie. Wenn man da so ein Arschloch noch drüben hat, der keine Ahnung hat, was er tut. Oder die ganze Zeit nur rumsteht und... Scheiße. Deswegen soll ich den Zähler angehalten. Stirb. Oh. Wir hatten einen gehabt, der stand die ganze Zeit nur rum. Er stand die ganze Zeit nur rum. Keine Ahnung warum. Was war da los? Raul! Nee, das war irgendein Japaner, glaube ich. Keine Ahnung. Der mit 0 und 0. Mit 0 Toten, 0 Kills. Der war das, glaube ich. Oh, wie unfair. Da brauche ich ja Jahrhunderte, bis ich da irgendwie mal ein bisschen höher gekommen bin. God dang it. Okay, ich gehe ins Trainingslager zurück, würde ich sagen. Und, Nope. Ich muss in die Standardkämpfe zurück und hoffen, dass ich da irgendwie weiterkomme und meine Fähigkeiten ausbessere, eventuell neues Equipment hole, eventuell neue Waffen. Also, mal schauen. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es am besten machen soll. Ich überlege es mir definitiv und, was Splatoon? Ranked Battle. Der erste Part. Ich denke, ich werde davon noch mehr machen. Das wird nur sehr, sehr schwer für mich, weil... Mal schauen, wie es sein wird. Also...
wie ich es machen soll. Und ja, ich bin Daku von Dakune. Vielen Dank fürs Zusehen und vergesst das Abonnieren nicht, was da irgendwo... Warte mal, ist das richtig so? Ist das so? Ja, irgendwo da? Nee, andere Richtung. So, da unten irgendwo. Irgendwo da ganz weit unten, rechts in der Ecke, da ist dann das Abonnier-Dingens und ja, ihr habt ja den Durchblick, wisst ihr. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Auf Wiedersehen!